Herzlich willkommen beim Event Talk, hosted bei ESB Academy. Wir sind ja seit ein paar Episoden auch mit Videocontent verfügbar. Das heißt, den Podcast gibt's ja nicht nur auf Spotify und Apple Music als Audio-Podcast, sondern eben auch auf YouTube, auf unserem ESB Academy-Kanal, aber eben auch mit feinen Häppchen auf unserem neuen TikTok-Kanal und Insta natürlich auch mit den Reels. Also bitte, die das jetzt audiomäßig hören, schaut doch mal rüber folgt auch dem Kanal sehr gerne. Auch wenn ihr es weiter erzählt an Eventbegeisterte, die das vielleicht noch nicht kennen, auch immer gerne weitersagen, freut uns sehr. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Stefan Ballo ist Präsident des E-Sport-Verband Österreichs. Stefan ist auch Veranstalter des A1 Austrian E-Sport Festivals, an dem dieses Jahr über, habe ich gelesen, 20.000 Besucher auch anwesend waren, unglaublich. Zudem ist er Mitbegründer der Flave GmbH, einem der führenden Event-Solution-Anbieters Europas, und Geschäftsführer der Skilled GmbH, einer New-Media-Marketing-Agentur mit Spezialisierung auf E-Sports und Gaming. Stefan, bevor wir sozusagen auf deine auch bewegte Karriere und den E-Sport-Verband und das, was du auch beruflich machst, kommen. Ich habe heute in einem Podcast wie auf dem Weg hierher gehört, dass es mittlerweile über 3 Milliarden Gamer weltweit gibt und dass der E-Sport olympisch wird. Das ist vor ein paar Wochen beschlossen worden. Ab 2025 führt das IOC ein E-Sport im Zeichen der 5 Ringe eines Saudi-Arabien. Ja, nicht direkt bei den Olympischen Spielen. Gleich zum Mal der Beginn, was sagst du dazu? Ja. Die Entwicklung gut? Danke, Lukas. Es ist ja toll, was du jetzt da alles erwähnt hast. Das war jetzt gleich ein Feuerwerk an Informationen. Einerseits über mich, wo ich selber gar nicht wusste. Würde ich auf meinem LinkedIn-Profil, glaube ich, ergänzen, was du jetzt alles erwähnt hast. Danke. Und ja, im E-Sport tut sich viel. Du hast völlig recht. Wir sind in Österreich aber gewohnt, das mit Vorsicht zu genießen, alles, was hier jetzt da in den Medien rausgeblasen wird. Da sind schon ein bisschen gebrannte Kinder, was Ankündigungen angeht und so weiter. Mhm. Und wir erleben jetzt natürlich Saudi-Arabien als ein bisschen das, oder den arabischen Raum allgemein, auch Dubai und die VAEs an sich, mhm, ein bisschen als Triebfeder des E-Sports. Schauen wir mal, wie lang das ist, so wie es früher Südkorea war, ja, ist es jetzt ein bisschen gewandert in diesen Raum. Mit Vorsicht zu genießen, aber wir freuen uns natürlich. Ja. Ich habe sogar gelesen, dass es einstimmig beschlossen worden ist vom IOC und das auch gemacht wurde, um vor allem die Jungen wieder an diesen olympischen Gedanken auch zu binden und die Jungen auch an den Sport zu binden. Das waren ja auch ganz interessante Games, die dann gespielt werden mit Tennis und also Sportspiele. Ist das was, wo du auch sagst, das geht in die richtige Richtung, oder wie ist das dann doch zu kurz gedacht, weil man wieder den Sportgedanken so in den Mittelpunkt stellt? Das ist auch eine sehr komplexe Frage, Konstruktion, die du da hast. Ja. Es ist für uns natürlich zu kurz gedacht, hier mit Sportspielen, mhm, zu arbeiten. Denn jeder E-Sportler wird sagen, wo bleiben meine LOL, wo bleibt mein Dota, wo bleibt mein CS, wo bleiben meine Spiele? Aber ich glaube, es ist der richtige Weg, hoffentlich. Die Zukunft wird es weisen. Wir werden es sehen, ja, weil ich hätte so das Gefühl gehabt, man versucht sozusagen den Sport dann abzubilden als Computerspiel, was der E-Sport ja nicht ist, ja, ein Sport ja für sich, aber okay, wir werden sehen. Aber Stefan, so, jetzt kommen wir wieder eigentlich zurück zum Anfang des Gesprächs. Du bist schon so lange in der Gaming- und E-Sport-Szene, hast das auch mit aufgebaut. Wir haben auch damals auch schon in den 2000er Jahren gemeinsam beim OFC-Challenge-Projekt miteinander gearbeitet, da warst du auch schon sehr umtriebig in der Branche, hast das aufgebaut. Wie bist du überhaupt in diese Branche gekommen? Du bist ja noch in diese Branche gekommen, bevor es E-Sport geheißen hat, eigentlich in Österreich, oder? Da hast du recht. Also den Begriff E-Sport gab es damals noch nicht. Ja. Wir haben mit den klassischen LAN-Partys begonnen. Mhm. Aus welchem Grund? Weil wir als Freundesgruppe einfach das Kompetitive und das gemeinsame Spielen einfach, ja, so gern hatten und irgendwann das elterliche Wohnzimmer zu klein wurde. Wenn da 12 Leute sitzen im Wohnzimmer, da fehlt es an Sauerstoff und an allem. Deshalb hat man sich dann Locations in Wien gesucht, so wie andere Vereine in Österreich auch, mhm, die Platz boten für vielleicht einmal 20, 30 Leute, mhm, und haben das dann eigentlich um die 2000er Jahre, 2001, 2002, bis auf knapp 1000 Teilnehmerinnen hochgetrieben, mhm, diese LAN-Partys in Wien. Und dann gab es halt den Einschnitt, wo jeder gutes Internet hatte, wo ein bisschen der Hype aus den LAN-Partys draußen, mhm, war.
Aber dafür kam als nächster Schritt der E-Sport. Am Anfang hieß der E-Sport ja noch eher Pro-Gaming, Pro-Gamer hat man sich genannt. Ja. Jetzt ist man E-Sporter, das kam sehr stark aus Deutschland von der ESL herüber. Und das ist eigentlich jetzt der Begriff, der die letzten 20 Jahre genutzt wird. Ja. Das heißt, du bist eigentlich begeistert, selbst bist mit Computerspielen aufgewachsen und hast das sozusagen dann mit Freunden spielen wollen. Und dadurch ist dann eigentlich auch ein Business entstanden durch deine Leidenschaft. Kann man das so zusammenfassen? Das ist völlig richtig. Das ist halt immer dieser Traum, den man hat, als Selbstständiger. Man macht sein Hobby zum Beruf. Ganz so hat es natürlich nicht geklappt, weil man hat nichts damit verdient. Mhm. Also das war auch das Problem an LAN-Partys an sich und wir erleben das heutzutage auch noch. Es gibt zum Glück in Österreich noch mit einer Vulkan-LAN und anderen Events, einer Fusion-LAN, tolle Veranstalter, aber auch dort ist es eine Leidenschaft neben der regulären Arbeit, weil man kann, und das ist, als Jugendlicher ist man jetzt kein Betriebswirt, ja, man kann nicht sagen, ich bin mit 20 schon betriebswirtschaftlich voll drinnen, aber die Rechnung geht einfach nicht auf. Also was mich Hallenmieten und Infrastrukturkosten und was ich von einem Besucher für 3 Tage verlangen kann, das steht einfach nicht in Relation. Also ich kann hier nur mit ehrenamtlicher Arbeit und freiwilligen Helfern arbeiten und das ist immer das Risiko, dass irgendwann dann mal jemand abfällt oder einen Job hat, Familie gründet. Okay. Und so ging es uns natürlich auch bei den LAN-Partys. Also ein schwieriges Umfeld. Zu dieser Professionalisierung kommen wir dann später noch im Laufe des Gesprächs. Da habe ich auch einige Fragen, wie du das gemacht hast, wie das geht sozusagen. Auch wir sind ja unsere Hörerinnen und Hörer vor allem im Eventbereich ja auch da sehr interessiert und haben eine große Community schon. Und diesen Hörern, wie würdest du ihnen auch diesen Begriff des E-Gamings beschreiben, die jetzt vielleicht Computerspiele kennen, aber jetzt noch nicht sozusagen diesen kompetitiven Bereich des Gamings? Wie lässt sich das beschreiben? Da muss ich gleich den ersten Begriff mal graben, den du gerade genannt hast, nämlich E-Gaming und E-Sport. Ja. Okay. Weil E-Gaming wurde zum Beispiel in Deutschland vom Deutschen Olympischen Komitee vor einigen Jahren versucht herauszukommen. Graben aus dem E-Sport, den Begriff E-Gaming gab es de facto nicht. Mhm. Und da haben sie versucht, als E-Gaming die Sportspiele zu subsumieren. Das fanden wir damals schon sehr überraschend. Das ist in Deutschland passiert. Da waren einige Dinge, sind da vielleicht ein bisschen falsch gelaufen. Aber ist jetzt nicht schlechtes am Wort E-Gaming, aber grundsätzlich versuchen wir den Begriff E-Sports oder E-Sport zu nutzen. Und was ist es? Es ist das kompetitive Spielen von Computerkonsolen, auch teilweise Handygames in einem regulierten, klaren Umfeld mit Regeln, mit Schiedsrichtern, mit allem, was der klassische Sport auch hat. Das ist eigentlich der E-Sport. Und was dazugehört zu diesem E-Sport ist wie beim klassischen Sport, und wir erleben es ja jetzt bei Olympia oder bei der EM, bei der Fußball-EM, wir brauchen Events, wir brauchen Veranstaltungen, um das auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Es hat auch während Corona gut funktioniert online, aber unterm Strich braucht man Events, damit die Szene wächst und gedeiht. Naja, das heißt, es gibt da auch wirklich Clans, also Vereine sozusagen, wo auch dann auch professionell trainiert wird mit Trainern auch. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie kann man da groß werden und wie kann man auch so einem Clan auch beitreten, wenn man Interesse hat und jetzt zuhört? Das ist jetzt wiederum schön. Ich nehme wieder ein Wort von dir und das ist der Begriff der Clan. Das zeichnet uns beide als 20 plus aus, sage ich mal, ganz knapp. Nein, aber wir haben natürlich in unserer Jugend den Begriff der Clans gehabt. Ja, das wird heutzutage eigentlich leider, glücklicherweise, wie auch immer, gar nicht mehr verwendet. Aber zu unserer Zeit, als ich Ski-Challenge war, da waren das noch die Clans. Heutzutage sind es einfach die E-Sport-Teams, die Teams. Ja. Ist nur der Begriff was anderes. Inhaltlich ist es natürlich gleich. Und bei den E-Sport-Teams ist es wirklich so, wie du es beschrieben hast. Wir haben klare Vereinsstrukturen, wir haben klare Trainerstrukturen, wir haben auch im E-Sport-Verband Trainerausbildung, wir haben auch Schiedsrichterausbildungen. Teilweise fließt das natürlich ineinander. Jemand, der ein Schiedsrichter ist, kann auch vielleicht ein guter Trainer in einem gewissen Spiel sein, weil wie beim klassischen Sport kann jetzt einer, der ein Fußballschiedsrichter ist, nicht sofort am nächsten Tag ein Tennis- oder ein Schwimmsport-Schiedsrichter sein. Man hat halt seine Spezialgebiete, wo man weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Und dadurch ist man auch sehr gut in diesem Spiel und kann natürlich ein bisschen die Stellungen wechseln und jemandem helfen. Also das ist im E-Sport wie im klassischen Sport. Hättest du auch mal eine Karriere als professioneller E-Sportler angestrebt? Und wenn ja, in welchem Spiel? Nachdem ich sofort unter den Tischen Stromsteckdosen verlegt habe und versucht habe, dass alles im Netzwerk funktioniert, muss ich ehrlich zugeben, ist die Karriere relativ früh in weite Ferne gerückt. Und es ist dieses Veranstalter-Dasein gekommen, um zu schauen, dass alles funktioniert. Aber hattest du irgendein ein Spiel, wo du sagst, das habe ich viel gespielt oder da bin ich am besten so als im Vergleich? Nein, wirklich sehr viele. Natürlich hat man über Shooter begonnen. Man hat in CS 1.4, 1.5, 1.6, das sind Spiele mittlerweile, das war ja
sehr, sehr lange her. Ja. Aber klar, Counter-Strike, Quake, Unreal, Spiele von früher. Mhm. Aber mein eigentlicher Einstieg waren eher die Strategiespiele, Command & Conquer, ja. Age of Empires, mhm. Spiele, wo man Aufbaustrategiespiele, wie dann auch ein Warcraft wurde oder ein Starcraft, das waren eher die Spiele, wo ich zu Hause war. Ja. Aber gleichzeitig hat man natürlich auch Shooter gespielt, aber wie gesagt, nie in einem Profi-Team. Mhm. Unser Team war immer eher auf der Organisationsseite als auf der Team-Clan-Seite. Ja, ja, klar. Und jetzt bist du seit längerer Zeit mittlerweile auch Präsident des E-Sport-Verbands Österreich, des SFÖ. Was machst du denn so tagtäglich? Beziehungsweise welche Aufgaben hat denn so diese Präsidentschaft inne? Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer so vorstellen? Das ist eine sehr gute Frage. Es freut mich. Es ist immer schön, ein bisschen davon zu erzählen, weil vieles passiert natürlich einfach hinter dem Vorhang. Okay. Es ist ein Job, ein Ehrenamt. Mhm. Wir haben im E-Sport-Verband Österreich keinerlei Förderung. Also das komme ich dann gerne auch noch später darauf zu sprechen. Mhm. Wir machen das alle im Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Wir haben keine ausgeschriebene Stelle als Job oder sonst was. Dementsprechend schneidet sich das jeder von uns irgendwo neben seinem Beruf, seiner Familie, seinem Privatleben halt ab. Mhm. Und manchmal hat man mehr Zeit, manchmal hat man weniger Zeit. Mhm. Und wenn man Zeit hat, dann sind die Aufgaben sehr vielfältig. Ob das jetzt klassische Presseanfragen sind, Interviewanfragen für Spielerinnen, ob Vereine kommen, die schon gegründet sind oder sich gründen wollen, ob es juristische Fragen gibt. Wir haben auch mit einem Juristen im Vorstandsteam, der hier supportet. Wir haben natürlich steuerrechtliche Fragen von Vereinen, wo wir versuchen zu unterstützen. Mhm. Wir sind jetzt natürlich keine Rechtsauskunft, aber wir können supporten und vermitteln und Erstinformationen geben. Wir stehen natürlich mit der Politik in ständigem Austausch, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, wenn es hier Fragen gibt. Und wir sind verantwortlich für die Olympischen Spiele des E-Sports, die es jetzt natürlich noch nicht olympisch gibt, aber man tituliert das teilweise so, schicken die Teams dann entsprechend dorthin, vielleicht heuer nach Saudi-Arabien, man wird dann sehen. Wir waren seit über 15 Jahren versuchen wir als E-Sport-Verband mit den Spielerinnen und Spielern international Erfolge zu erzielen und das, was halt im klassischen Sport auch das Komitee macht. Wie viele österreichische Gamer, E-Sportler sind denn momentan so in der Weltspitze bei Spielen vertreten, dass man sich das so ungefähr vorstellen kann? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil natürlich es ist anders als im klassischen Sport, dass keine Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einem Verband existiert. Das haben wir auch explizit gesagt, das ist irgendwie ein bisschen oldschool. Okay. Ja, es wird uns zwar dann wiederum teilweise auch vorgeworfen, warum zwingt sie die Leute nicht, aber das ist nicht das was wir heutzutage als angemessen sehen. Ja. Ja, wenn man Skifahren will, muss man dem Verband beitreten, muss man einem Verein zuerst beitreten, dann dem Verband, dann muss man Mitgliedschaft zahlen und. Hat in gewisser Weise seine Berechtigung, wir im E-Sport-Verband haben das nicht. Mhm. Unsere Mitglieder sind im Normalfall Vereine, E-Sport-Vereine aus ganz Österreich und deren Mitglieder sind mehr oder weniger unsere Verbandsmitglieder, aber es gibt keine Verpflichtung, hier dabei zu sein. Mhm. Deshalb ist es für uns schwierig zu sagen, wie viel Preisgelder heimsen jetzt einzelne Spieler oder einzelne Vereine wirklich ein. Da halten wir uns auch raus. Mhm. Aber wir wissen, dass wir in Österreich ein Dutzend Spieler haben, die über namhafte Preisgelder schon verfügen können und immer wieder gewonnen haben. Aber wie im klassischen Sport, es gibt halt ein Zeitfenster, wo ich gut bin. Ja. Und das ist jetzt nicht 15 Jahre lang, das ist eher 3, 4, 5 Jahre lang. Sehr kurz, weil entweder ändert sich das Spiel, das kann natürlich wegfallen. Ja. Da habe ich sehr viel trainiert, wobei die Spiele sehr langlebig sind und die Publisher versuchen natürlich, die Spiele auch langlebig zu halten, weil das ist ja auch ihr Kapital. Also das ist ja auch der Versuch, wenn man jetzt ein Fortnite-Turnier macht, ein League of Legends-Turnier, ein Dota-Turnier, diese Spiele gibt es schon 10 Jahre. Ja. Also das ist schon eine gute Zeitspanne. Da kann ich schon reintrainieren. Aber irgendwann holt einen halt das echte Leben ein und dann muss man sich entscheiden, verfolgt man diese Karriere als E-Sportler weiter oder schließt man sein Studium ab und macht was anderes. Und ich verstehe das. Es wären auch ganz wenige Schwimmer, Profischwimmer in Österreich. Und so ist es halt im E-Sport auch, dass es ganz wenige sind. Also wenn man jetzt fragt, wie viele Schwimmer können in Österreich vom Schwimmen leben, dann sind es wahrscheinlich weniger als E-Sportler. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich, aber, das ist halt ein Hobby. Und das muss man auch sich bewusst sein. Der Sport, der E-Sport ist einmal prima ein Hobby. Mhm. Und ganz wenige schaffen halt damit auch Geld zu verdienen. Gehen wir nochmal auf diese Event-Seite des E-Sports. Also vor allem kennt man die Bilder aus Asien, USA, auch Deutschland, wo E-Sport-Events Hallen, Stadien füllen, wo unglaubliche Show dahinter steht.
Erstens, erste Frage, wie ist das möglich oder wie war das möglich, auch vor allem in Asien, dass das so früh zu so einem Boom wurde? Und die Anschlussfrage ist, wieso sind wir in Österreich noch nicht so weit? Absolut berechtigte Frage. Das ist natürlich auch sehr, sehr simpel, leider zu beantworten. Die öffentliche Hand, der Staat steht nicht dahinter oder die okay. Regionen. Wenn ich mir jetzt ein Katowice anschaue mhm. und dort mittlerweile 100.000 Gäste habe für ein Counter-Strike-Finale, mhm. Dann liegt es das daran, dass Katowice investiert hat. Okay. Ja, mhm. Wie Frankreich oder Paris in die Olympiade investiert. Mhm. Wie ein Saalbach in eine in Skifahren investiert, mhm. in eine Ski-EM oder WM. Ja. Das heißt, im E-Sport ist es einfach, in Österreich sind wir da einfach hinten nach, weil mhm. das Potenzial auch von Seiten der Politik so nicht erkannt wird. Mhm. Andere Länder schon. Du hast ganz richtig gefragt, warum ist es in Korea so gewesen? Weil der koreanische Präsident StarCraft gespielt hat und dazu stand. Okay. Er hat gerne StarCraft mhm. gespielt und er hat kompetitiv StarCraft gespielt. Okay. Und das ist es, was es halt ausmacht. Und wenn ich das nicht habe, dann fällt mir das sehr schwer. Wenn ich mit 0 Euro etwas bewegen soll, wie soll das gehen? Wenn woanders ein Saudi-Arabien sagt, hier sind hunderte Millionen, wenn polnische Städte sagen, mhm. hier sind wir, wenn ein Präsident in Frankreich Macron seinem LOL-Team gratuliert zum Sieg. Ja? Das mhm. sind einfach Vorbildwirkungen, die uns in Österreich von Seiten der Politik oder der Öffentlichkeit einfach fehlen. Mhm. Jetzt hast du aber natürlich, oder ihr habt eben das vorher angesprochene A1, wie heißt es genau? A1 Austrian eSport Festival, dass ich es richtig auch sage, auch vor ein paar Jahren ins Leben gerufen und wie gesagt, vorher über 20.000 auch Besucher auch angelockt. Das heißt, wir sind in Österreich auch nicht bei null. Also da habt ihr ja auch aus diesem privaten Unternehmensumfeld, ohne jetzt, dass der Staat gefördert hat, da auch schon was Ordentliches auf die Beine gestellt. Wo soll denn die Reise oder wo kann denn so eine Reise von so einem Festival hingehen? Ja, danke, dass du das so toll erwähnst auch. Und natürlich sind die Leute sehr, sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Total. Und wir hätten es zum Beispiel ohne den Schiedsrichterinnen und den Helferinnen, die wirklich über Jahre im E-Sport tätig waren, hätte es auch keine Infrastruktur gegeben, das für wen auch immer anzubieten. Mhm. Ja. Also es war auch uns klar, dass wir das sonst nicht erheben können. Oder dann muss man sich vielleicht aus dem Ausland Dienstleister holen. Ja, und uns ist natürlich sehr recht, sowohl das E-Sport-Verband als auch Firma, wenn die Wertschöpfung in Österreich bleibt. Mhm. Ja. Und das gelingt dank einer A1 und dem Partner von der A1-Liga, dass wir das so umsetzen können und es helfen wirklich nur österreichische Teams, österreichische Vereine, Mitglieder, Schiedsrichter mit, mhm. um diese Veranstaltung möglich zu machen. Mhm. Wo die Reise hingeht, das ist eine sehr gute Frage. Das fragt man sich natürlich immer nach dem Event und die Zahlen mhm. heuer waren top. Also wir haben es, glaube ich, wir haben knapp 21.000 und wir haben dann auch von der A1-Seite die Auswertung bekommen und das war auch exakt dort, weil dort wird das nochmal ausgewertet mhm. über die Mobiltelefonanwesenden und so weiter. Okay. Ganz toll. Die Zahlen sind 110% valide, das mhm. ist super. Natürlich kriegen wir in den Festsaal dort nicht mehr als 1.000 Zuschauer gleichzeitig hinein. Mhm. Und da ist auch das Potenzial, diese Spiele selbst noch stärker den E-Sport-Charakter mhm. hochzuheben und noch mehr Zuschauer hineinzugewinnen. Aber dazu brauche ich halt auch mehr Teams in Österreich, mehr Vereine, die eine starke Fankultur entwickeln. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch supporten. Und das eine, es führt immer zurück dorthin, dass Vereine unterstützt werden müssen, damit sie auch ihre Mitglieder unterstützen können. Ja, und dann erlebt man, was für eine Stimmung auf seinem Event sein kann. Aber glaubst du, dass die Vision sein kann oder auch muss, irgendwie in 5 Jahren das vielleicht eine Stadthalle zu machen? So diese Dimension irgendwie, ja, wie man es irgendwie kennt, mit Schalke Arena und was auch immer. Das wird den Kollegen von der 1 sehr gut gefallen, natürlich die Stadthalle mal zu füllen. Ja, Wahnsinn. Da fehlt uns in Österreich noch der Unterbau. Also das ist ganz klar. Ich glaube, mit dem Event sind wir schon ganz, ganz oben. Also natürlich ganz oben, aber es wird vielleicht dann noch länger offen sein. Es wird vielleicht ein weiterer Tag dazukommen. Es werden noch mehr Zuschauer kommen. Man wird noch mehr Fläche dazu nehmen. Aber die Zuschauerschaft für so ein Finale, die Fans, das Fantum in Österreich, ich kann es mir erstens von zu Hause live in Twitch anschauen. Ja. Ja, es setzt sich auch nicht jeder ins Auto und fährt jetzt zur Fußball-EM nach Berlin, ja, sondern der Großteil schaut sich es halt am Fernseher an. Klar. Das ist bei uns natürlich auch möglich, weil der Stream sehr wichtig ist und hochwertig produziert wird. Nachdem jeder Breitband zu Hause hat, kann er sich das in 4K zu Hause anschauen. Deshalb ist die Stimmung vor Ort wichtig und wenn die gut ist, dann kommen auch noch mehr Zuschauer, ganz sicher. Genau, und auf das möchte ich auch noch eingehen. Jemand, der noch nie bei so einem Festival war oder beim E-Sport-Turnier, was kann man denn als Zuseher erleben? Wieso sollte ich denn dorthin gehen und eben nicht vor Twitch irgendwie das zu Hause mir anschauen? Wie ist das aufgebaut, so ein Event? Jetzt gerade auch, weil viele Event-Begeisterte da jetzt auch zuhören.
von Eventseite? Ja. Was erwartet den Zuseher? Also das sind natürlich zwei Elemente aus dem E-Sport-Festival. Mhm. Das A1 E-Sport-Festival besteht einerseits aus dem klassischen Zuschauer-Messebereich, wo wirklich Aussteller da sind und Programm bieten, damit man dazwischen was zu tun hat. Ja. Und dann gibt es ein sehr klares, strukturiertes Sportbühnenprogramm, das wirklich über Wochen ausgearbeitet wird von den Verantwortlichen, wo die Regie einfach perfekt abläuft, wo ich wirklich sagen muss, das ist getaktet auf wenige Minuten genau, wo ich tatsächlich sage, der Zuschauer weiß, wann startet sein Spiel, was ist in der Pause, wann startet das andere Spiel, weil wie im klassischen Sport, wenn ich jetzt ein Beachvolleyball-Spiel schauen möchte, erwarte ich nicht, dass dort auf einmal Pfeil und Bogen geschossen wird. Ich will Beachvolleyball sehen oder ich will zu einem Pfeil- und Bogenturnier gehen und wir müssen das unter einen Hut bringen in verschiedenen Spielegenres, weil der E-Sport ist ja nicht ein Spiel, sondern man muss verstehen, dass das jüngere Publikum schaut ein anderes Spiel als ein älteres Publikum. Also ich muss wirklich ein sehr schönes Programm bieten, dass die Leute auch wissen, wann gehen sie rein, wann haben sie ihr Erlebnis für ihr Spiel. Weil deshalb kommen sie. Also weil du sagst, ihr Spiel, das heißt, die Zuseher kommen, weil sie wahrscheinlich selbst dieses Spiel intensiv spielen und dann schauen möchten, was so die Welt oder die österreichische Spitze auch dann da macht. Das heißt, die sind gar nicht so interessiert an allen Spielen, sondern wirklich dezidiert an ihrem Spiel, oder? Habe ich das richtig verstanden? Absolut richtig. Okay. Also die erwarten sich, dass es um 16 Uhr, also wir haben dann auch früher das schon gehabt, haben sich Leute, es ist 16 Uhr, wieso startet mein Spiel noch nicht? Ja, du musst halt bei der Bühne, kann mal was passieren, da geht es 10 Minuten später los. Aber grundsätzlich kommen die Leute für ihr Spiel als Zuschauer und kann auch sein, dass sie es gar nicht mehr spielen. Sie haben vielleicht League of Legends gespielt, aber die letzten 2-3 Jahre haben sie keine Zeit mehr dazu, aber sie kennen das Spiel, es ist ihr Spiel, sie schauen dann zu. Ja. Und das ist eigentlich das, was den E-Sport ausmacht, wie den klassischen Sport. Selbst wenn ich jetzt nicht mehr Profifußballer bin oder selber Fußball spiele, schaue ich zu. Weil ich vielleicht als Jugendlicher gekickt habe, interessiert mich das noch und dem hält sich genau 100% deckungsgleich wie im klassischen Sport. Okay. Ist das auch eine der Herausforderungen für das Eventformat E-Sport, dass man sagt, das ist vielleicht zu fokussiert auf dieses eine Spiel, dass man es mehr öffnet? Oder was sind auch andere Herausforderungen jetzt? Ja, es ist wichtig, dass die Spiele, die man on stage zeigt, natürlich auch massentauglich sind und zuschauertauglich. Ja. Und das ist immer auch ein bisschen ein Abstimmen mit den Publishern. Was wird jetzt gewünscht, was wird gefeatured, für was habe ich die Möglichkeit, die Lizenzen das auch zu spielen und zu zeigen. Da geht es dann auch ein bisschen ins Juristische, ins Lizenzthema hinein. Also man muss auch zahlen dafür, um ein Spiel auf die Bühne zu bringen? Die Berechtigungen haben, nicht zahlen unbedingt, aber eine Zusammenarbeit mit Riot zum Beispiel, der eben der Publisher von League of Legends ist, Das braucht es schon, das um diese braucht Events im Normalfall richtig. Schon. Okay. Ja. Mhm. Es sei denn, ich mache ein reines Community-Event, aber bei der A1 eSports League gibt es natürlich Preisgelder. Mhm. Und sobald ich mit Preisgeldern arbeite, gibt es halt gewisse Richtlinien, an die ich mich halten muss. Mhm. Was gibt es da noch für Richtlinien? Oder was, wenn jemand sich jetzt denkt, ich mache mich selbstständig und möchte mit eSport irgendwie da auch groß werden, an was muss ich an erster Linie denken, wenn ich sowas auf die Beine stelle? Jetzt haben wir das Rechtliche schon besprochen. Ja, also man muss wirklich einmal sich überlegen, ob man sich in dem Spiel auskennt. Also wenn also ich werde kein Fußballmatch-Organisator werden, weil ich kann das nicht. Ja, also ich kenne mich nicht aus in Fußball, nicht gut genug, also werde ich kein Fußballturnier machen. Mhm. So ist im E-Sport auch. Also ich sollte mal schauen, dass ich persönlich dieses Spiel, was ich hier feature, auch kenne. Also wenn ich jetzt früher FIFA, jetzt Football Club, FC spielen möchte, dann kann ich das eigentlich sehr leicht machen. Da gibt es von Electronic Arts auch Community Rules. Das heißt, sollte ich sagen, hey, ich möchte gerne ein FIFA-Turnier, ich sage jetzt nicht mehr FIFA, es heißt jetzt FC, aber ein FIFA-Turnier machen, dann ist das sehr simpel. Da kann ich im Internet nachschauen, da habe ich mein Ruleset, das halte ich mich und dann geht das schon. Okay. Jetzt sage ich, ich möchte aber ein professionelles FIFA-Turnier machen und ich möchte 5.000 Euro Preisgeld verspielen, weil ich habe einen Sponsor. Ja. Dann muss ich schon in Kontakt mit Electronic Arts treten und mich da absichern. Ist das einfach? Also meldet sich EA bei jedem, der es da anfragt? Oder ist das sie melden sich schon, aber es sind halt dann gewisse Anforderungen an den Veranstalter. Qualitativer Natur, inhaltlicher Natur, Verwendung von Materialien, CI, CD, das ganze Programm. Also es ist wie wenn wir jetzt, wir können es auch nicht sagen, nur weil wir Eventorganisator sind, wir machen jetzt ein ATP-Turnier für die ATP was dagegen haben. Ja. Weil man sagt oft im E-Sport, die Publisher, aber die großen Labels, ich kann auch nicht sagen, ich mache jetzt ein FIFA-Turnier, ich kann auch nicht ein Formel-1-Rennen machen. Ja, klar. Geht alles nicht. Ja. Ich kann vielleicht ein Autorennen machen, aber muss ich halt schauen. Aber nicht den Brand verwenden. Nicht den ganzen Brand, der eigentlich groß ist und der die Besucher zieht oder den die Leute kennen. Also das ist
die sitzen wollen die dann auch einen Share zum Beispiel von den Eintrittsgeldern oder von den Sponsoringgeldern? Kann das vorkommen? Kann vorkommen. Okay. Also es gibt die unterschiedlichsten Terms bei den verschiedenen Publishern. Fortnite, wir hatten zum Beispiel in Wien mal ein knapp 5000 Personen Fortnite-Turnier auf der Game City und da waren 100 PCs aufgestellt und das war natürlich ein Vertragswerk, ich sag mal, das war daumendick. Okay. Es ist wie immer bei Events und bei solchen Dingen, wo kein Kläger, da kein Richter, aber grundsätzlich sollte man sich daran halten. Ich unterschreibe das als Organisator und dann muss ich schauen, dass ich mich auch an diese Regeln halte von Epic in dem Fall, also Epic als Publisher von Fortnite. Naja, klar. Und jetzt haben wir natürlich über dieses Event auch gesprochen, aber das, was du auch vorher erwähnt hast, das ganze Streaming-Thema ist natürlich riesengroß geworden, gerade durch E-Sport natürlich zig Millionen Leute sitzen, was für mich persönlich noch immer ein bisschen komisch ist, vor Twitch und schauen, wie andere was spielen. Ja? Und das hat sich natürlich extrem auch, und auch natürlich mit Discord und YouTube, you name it, auch verstärkt. Ist das Streaming-Business durch E-Sport auch so ein richtiges Business, ein Milliarden-Business geworden? Die Bewertungen von diesen Firmen sind ja hochgeschossen. Hat da E-Sport den Hauptwert sozusagen? Also das würde ich nicht sagen. E-Sport hat sicher nicht den Hauptwert. Es ist ganz klar, dass man bei Twitch auch gesehen hat, dass es über Gaming angefangen hat, teilweise sogar über E-Sport begonnen hat. Ja, oder professionelle Spieler begonnen haben, ihr Können zu zeigen. Ja. Ob jetzt im Singleplayer, also schon im Multiplayer, aber als Einzelpersonen oder als Team. Mhm. Das hat natürlich damit begonnen, aber dann ist es in die Breite gegangen. Mhm. Und dann habe ich schon ein sehr breites Spektrum an Real Life, also einfach Streams, Just Chatting Streams oder echte Gaming-Streams und ein Teil davon, ein Mix, ist natürlich der E-Sport. Wie im klassischen Fernsehen, also das Fernsehen lebt nicht vom Sport. Ja, klar. Mhm. Ja, der Sport ist mehr ein Beiwerk des Fernsehens, wird halt auf den dritten Kanal geschoben, muss man leider manchmal sagen. Und beim E-Sport ist es natürlich auch so, dass nur die Premium-Titel, die echt interessanten Matches, wo ich sage, da spielen die beiden besten Mannschaften der Welt, die schaue ich mir an. Es ist ja auch beim Fußball so, man schaut nie Fußball, aber dann ist die EM und dann schaut man sich halt, je nachdem wie interessiert man ist, vielleicht nur das Finale oder einige Spiele oder alle Spiele an. Und so verhält sich es auch im E-Sport. Ich schaue mir vielleicht nur das Finale der besten beiden Mannschaften an oder ich schaue wirklich die ganze Serie. Das. Aber bei den E-Sport-Events ist grundsätzlich mal, sage ich mal, State of the Art, dass man dann auch live überträgt, live streamt über alle Plattformen, weil das einfach wichtig ist für die Reichweite und oder die Sponsoren auch? Absolut, beide. Ja? Okay. Also ganz wichtig. Twitch hat sehr klare Regeln, was Sponsoring angeht. Okay. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die hatten versucht, das strenger zu gestalten, sind aber dann zurückgerudert dieses Jahr, was die Einblendung von Partnern und Sponsoren eingeht, weil natürlich Twitch von Werbeeinnahmen lebt. Wenn ich jetzt hier, bis jetzt kein Problem, dass ich einfach ein Logo einblende, jetzt wollte Twitch dann an diesem eingeblendeten Logo mitverdienen und musste es kaufen, das war sehr schwierig, die Situation. Okay. Aber grundsätzlich, ja, muss man sich damit auseinandersetzen, aber ohne Stream gibt es kein E-Sport-Event. Okay, das ist klar. Absolut klar. Du hast jetzt schon ein paar so Dinge erwähnt, die ich jetzt nicht so am Schirm gehabt hätte, so rechtliche Dinge, auch mit Plattformen und so weiter. Ist das auch etwas, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt wirklich ein E-Sport-Event auf die Beine stellen, dass er zu dir kommen kann in deiner Funktion als Präsident und du berätst, was du schon vorgesagt hast, ist das genau das, wo du also helfen könntest? Also ich der Richtige bin, ja. Ich glaube, da sind meine Kolleginnen im Vorstand sogar noch um einiges besser als ich, die das operativ dann machen. Ja. Aber ja, dafür sind wir da, dass wir sagen, hey, pass auf, du solltest, wenn du mit Electronic Arts gibst, das und das und das. Ja. Oder für Epic, Vorsicht, du kannst in dem Rahmen also einfach ein bisschen eine Hilfestellung geben. Mhm. Genauso auch technische Hilfestellung. Man vernetzt natürlich als Verband. Ja. Man sagt, du, wir haben da zwei Streamer, die könntest mal anfragen. Oder unsere Schiedsrichter, die kommen ja eigentlich, das sind über 100 Schiedsrichter in Österreich, die jährlich einmal ein Training besuchen müssen. Mhm. Das heißt, die Fortbildung der Schiedsrichter ist schon seit 7 oder 8 Jahren am Laufen eigentlich. Natürlich immer eine gewisse Fluktuation, aber wir im Schiedsrichter sind seit dem ersten Tag dabei. Die haben natürlich ein entsprechendes Know-how und die kann man wiederum als Veranstalter auch kontaktieren und sagen, hey, ja, du bist doch Schiedsrichter in League of Legends, möchtest uns helfen? Ja. Wir machen was in Salzburg, du kommst aus Salzburg. Und diese Vernetzung ist das um und auf für uns als Verband und ohne dem hätten wir sicher vieles nicht geschafft in den letzten Jahren oder die Entwicklung nicht so gut hingebracht, wenn es diese Leute nicht gäbe, die da mitarbeiten und mithelfen. Und ein wichtiger Punkt ist auch das Thema natürlich Sponsoring, Sponsoren, eben wie A1 zum Beispiel auch bei eurem Festival, aber auch die ich mitbekomme, auch in der Branche wie Red Bull, Logitech und so weiter, sind da auch immer wieder präsent. Auch wieder Frage,
Wie kriegt man diese Brands auch an Bord eines so eines Events? Wie viel zahlen die? Also ist das eine Summe, die signifikant ist, oder wollen die quasi nur dabei sein und stellen ein paar Red Bulls hin? Und was wollen die vor allem? Ja, wie wollen die präsent sein? Du bist eh schon super lange in der Branche. Du kennst das eher aus den Zeiten der Ski-Challenge. Es ist natürlich extrem Brand-Label-abhängig, was da gewünscht wird. Und ganz frei gesprochen, Red Bull hat sehr viel Eigenveranstaltungen und organisiert sich das großteils selbst oder mit Dienstleistern und ist, wenn sie als Partner-Sponsor dabei sind, eher mit Ware dabei und supportet hier. Vielleicht auch noch mit einer Bar, vielleicht mit Freigetränken, vielleicht mit irgendeinem Support. Aber ihre Labels featuren sie selbst. Ja, die werden jetzt nicht kommen und mit der Geldkanne irgendwie einen sponsern. Ja. Bei anderen Herstellern, wir haben ja in Österreich, wir sind halt nur Österreich leider, das muss uns auch allen bewusst sein, und ich glaube, jeder Verein in Österreich leidet ein bisschen darunter, weil wir sehr oft nach Deutschland müssen, weil es keine eigenen Dependancen der Companies, die durchgenannt ist. Es gibt kein Logitech Österreich in dem Sinne. Es gibt kein Intel Österreich, es gibt kein Electronic Arts Österreich. Ich könnte jetzt ewig weiterreden. Das wird den Podcast streuen. Also es gibt sie einfach leider nicht. Das heißt, ich tue mir wahnsinnig schwer, die zu erreichen. Und dann kann es oft so sein, dass ich in Deutschland endlich wen habe und der sagt, das muss ich mit UK abklären. Und im schlimmsten Fall sagt UK, da muss ich nach Amerika fragen. Und dann also das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Deshalb ist es teilweise leichter, Non-Endemic-Partner aus diesem Bereich zu finden. Versicherungen, Banken oder sonst was, die sagen, hey, mich interessiert das Thema Jugend, mich interessiert das Thema Reachdown, Reachable. Das ist auch das, warum die A1, ist ja kein Gaming-Hersteller. Aber ihr Produkt ist natürlich sehr nahe dran, also ist schon viel näher dran als jetzt eine Bank. Aber sie wollen die Jugend erreichen, so wie du es anfangs auch erwähnt hast. Die Sportvereine wollen ja auch die Jugend erreichen. Die I-Bundesliga will auch die Jugend erreichen, die Österreichische Fußball-Bundesliga, weil man mit Gaming Jugendliche erreicht. Und das ist das Interessante. Und ich glaube, dass man, wenn man Veranstalter ist, eher in diesem Bereich sucht. Und ich muss auch sagen, meine allerersten LAN-Partys, 20 Jahre, mehr als 20, auch die Partner waren eine Bank, die Partner waren eine Druckerei, die Partner waren kleine Partner, die mir damals umgerechnet 50 Euro gesponsert haben. Ja? Und ich war dankbar dafür. Das war eigentlich das, und das ist heutzutage auch noch so. Also bevor ich jetzt eine Electronic Arts, wird mir nie Geld geben. Das ist absolut nicht. Oder Riot. Ja? Riot hat seine eigenen Brands, dort muss ich das Legal-Thema klären, und die Partner muss ich dann eher aus dem Bereich suchen. Und die wollen vor Ort präsent sein, wie ein Sponsor, wollen auch über den Stream präsent sein, eingebunden werden. You name it. Das ist wirklich also ein individuelles Konzept, was halt auf diesen Partner zugeschnitten ist, ob der jetzt vor Ort eine Präsenz will, ob der nur im Stream sein will. Das sind auch die Vereine, und wir als E-Sport-Verband Österreich haben keinen Sponsor, weil wir auch gezielt sagen, wir sind jetzt nicht falsch verstehen, wir sind nicht der österreichische Skiverband, der sich das ganze Geld holt und dann austeilt, sondern wir wollen, dass die Vereine direkt zum Geld kommen und da keine Streiterei mit dem, wie viel behält sich der Verband, sondern das soll zu den Vereinen fließen. Und das passiert auch, aber die Vereine müssen halt auch ihre eigenen Konzepte präsentieren und selber arbeiten daran. Blickt man in die nächsten 5 bis 10 Jahre im E-Sport, wo siehst du den E-Sport jetzt in Österreich, aber auch international? Welche Trends siehst du, die kommen? Wir kennen das Setup, über das wir jetzt gesprochen haben, mit Live-Event, mit dem Streaming. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da kommt was auf uns zu, auch was auch immer im VR-Bereich oder AR-Bereich, Mixed Reality, was auch immer, dass das auch zum E-Sport-Thema auch wird? Gibt es andere Themen? Ja, die Hürden sind, du hast dir vieles Schönes aufgezählt. Also Mixed Reality, vor allem mich interessiert es wahnsinnig, und wir haben es auch immer dabei, aber es ist natürlich die Breite nicht gegeben. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt VR-Titel hunderttausende Spieler gleichzeitig haben, wie ich es jetzt vielleicht bei Online-Games habe. Ja. Ja. Also das ist noch ein sehr weiter Weg. Das ist ein bisschen ein Greenwashing, wenn ich da jetzt VR sage, und Bewegungsspiele, weil das wird manches Mal verwendet, aber das ist nicht die Masse. Also ich muss schon dort... Ja, das ist einfach, muss man ehrlich sein. Der nächste Schritt ist ganz klar die staatliche Struktur und die ordentliche Struktur dieser ganzen Szene sich anzuschauen, so wie es in anderen Ländern schon passiert. Ich glaube, das ist unsere große Herausforderung. Die haben wir auch die letzten 4 Jahre mit dieser Regierung versucht zu machen. Ja. Da ist, muss man ehrlich sagen, sind wir relativ sehr enttäuscht, weil einfach die Regierung, die jetzt da ist, da wirklich viel versprochen hat, und nicht wenig, sondern nichts gehalten hat.
sage ich ganz ehrlich. Was wurde versprochen? Was würde dir wirklich weiterhelfen als Verband? Als Verband oder als für die Vereine vor allem. Also, wenn man als Verband spricht man hauptsächlich für die Vereine. Da würde einfach klassisch wie in allen Bereichen eine staatliche Unterstützung der Ehrenamtstätigkeit helfen. Und das ist im Endeffekt über irgendeine Form des Fundings, wie ich es in allen Sportarten habe. Also in Österreich wird von Bundesseite 2021 werden 270 Millionen Euro an Bundessportgeldern ausgegeben. Ob das jetzt ein ASKÖ, ASFÖ Sportunion jeweils 15 Millionen Euro bekommen oder die einzelnen Sportvereine, Fußball 15 Millionen, nur Bund, da rede ich noch nicht von Lokalen, von Wien, von Niederösterreich, von Burgenland, die noch einmal hunderte Millionen haben. Ja. Das sind so abstruse Zahlen, muss man ehrlich sagen, muss man sich manchmal auch kritisch hinterfragen, was passiert damit. Ja. Liegt das daran, dass E-Sport nicht als Sport deklariert wird von Regierungsseite oder vom Staat? Oder wir haben das sehr gut erlebt. Wir hatten eine parlamentarische Arbeitsgruppe über 1,5 Jahre am Anfang der Regierungszeit. Ja. Und wir haben dann wir haben dann diese österreichische Neidgesellschaft erlebt, dass die Sportfunktionäre, vor allem die Alteingesessenen, hier eine Mauer gebaut haben, wie ich sie noch nie erleben durfte. Mhm. Eine Angst förmlich. Ich weiß, wir sind zwischen 50.000 und 60.000 E-Sportler sind in Österreich existent und wir haben keine verpflichtende Registratur oder sonst was. Es sind wahrscheinlich viel mehr, die irgendwo kompetitiv spielen. Und davor, glaube ich, hat der klassische Sport ein bisschen Angst. Die Politik hat gesagt, nein, wir sollten da schon was machen, aber sind teilweise diesen alten, verkrusteten Strukturen gescheitert. Ja. Und deshalb diese Enttäuschung jetzt. Und wir werden im September sehen, ob vielleicht noch was geht, weil ein Staatssekretär Turski hat eine Grundförderung von ca. 450.000 Euro schon zugesagt, schriftlich und auch medial announced. Und es gibt sie nicht. Das ist die Förderung, die nie kam. Okay. Ja? Also die zugesagte Förderung, die nicht kam. Und der versuchen wir noch für die Vereine nachzulaufen und zu sagen, hey, ihr habt es denen versprochen. Mhm. Wir hatten Vereine, die haben Projekte darauf aufgebaut. Ja? Die haben schon begonnen zu planen. Und die haben 10 Jahre unentgeltlich gearbeitet und gesagt, hey, wenn wir jetzt da 2.000, 3.000 Euro haben, ist das toll. Ja. Und das ist richtig traurig. Also muss ich echt sagen, deshalb ein bisschen ein Frust spricht da aus mir, weil auch alle Veranstalter davon betroffen sind. Das sind alles Veranstalter, die von wirklich Luft und Liebe leben. Ja, das sind keine ausgeförderten Sportevents, wo es Geld gibt. Und vor allem, wenn man ein bisschen noch Weitblick hat und ein bisschen in andere Länder sieht, dann sieht man, was dort möglich ist mit diesem Thema. Ja? Also das ist ja kein Thema, jetzt, wo ich jetzt sage, okay, da beschäftige ich mich mit Halma oder was auch immer. Ja, also, absolut, ja. Aber okay, das ist jetzt vielleicht ein zu sehr politisches Thema. Gehen wir nochmal kurz zurück. Zurück zu einem lustigen Thema, nämlich ein sehr, sehr erfolgreichen Thema, nämlich du hast ja auch die Skilled gegründet damals und ihr beschäftigt euch ja als E-Sport-Gaming-Agentur in diesem Bereich. Wie ist es euch schlussendlich gelungen, auch so ein bisschen als Best-Practice-Beispiel, um auch jetzt wieder den Optimismus hervorzuheben, in dem Bereich auch dann wirklich was zu verdienen, auch Mitarbeiter dann anzustellen und so weiter. Wie geht man so einen Weg? Wie würdest du das am besten skizzieren für andere, die man dann noch nicht drin sind? Dreimal die Firma zu schließen. Also dann nochmal fix. Der sagt das nicht. Das ist ein hartes Pflaster. Also die Selbstständigkeit ist, und wir wissen es ja alle, das ist schon verrückt teilweise in Österreich, was einem da alles in den Weg gelegt wird, an Steinen und Felsen. Mhm. Aber ja, und es ist auch ein sehr kleines Pflänzchen, das hier existiert. Also es sind 2,5 Mitarbeiter, die bei der Skilled arbeiten. Mhm. Und das geht einfach nur, indem das Know-how über ein Jahrzehnt aufgebaut wurde und man eben weiß, was man tun kann und was geht und die Kontakte hat. Aber es ist kein leichtes Pflaster. Also, aber womit verdient ihr Geld? Also als Agentur? Als reine Subdienstleistung für die Brands, du hast es jetzt erst eher angesprochen, ob das jetzt eine A1 ist, ob das ein Red Bull ist, ob das eine österreichische Fußball-Bundesliga ist, ob das einzelne Turniere sind für, ich sage jetzt keinen Namen, aber für Firmen, die sagen, hey, in dem Bereich würde ich gerne mal was machen. Das können auch Mitarbeiter-Incentives sein, wo man sagt, hey, da geht E-Sport, das ist cool. Okay. Da brauche ich einfach für ein Incentive-Wochenende, würde ich gerne ein E-Sport-Turnier veranstalten. Mhm. Also das ist wirklich breit gefächert. Man muss hier schauen, nehmen, was es gibt und das ist nicht sehr viel, aber wir sind gesund und wir sind nicht irgendwie fremdfinanziert. Wir sind jetzt keine ESL Deutschland, die da eine Milliarde aus einem schwedischen Investmentfonds nimmt. Ja. Das haben wir nie gemacht. Mhm. Wir sind eine typische österreichische Firma, selber finanzieren, selber leben, keiner Bank was schuldig sein, aber dafür auch frei in der Entscheidung und schauen, dass man das vorantreibt.
Wenn man jetzt vielleicht auch in diese Branche einsteigen möchte und irgendwie Hörerinnen und Hörer auch dabei sind, die sagen, der klingt irgendwie sympathisch, der Stefan, und das ist irgendwie eine super Geschichte. Wie kann man bei euch mitarbeiten? Kann man sich bei dir irgendwie melden und einmal irgendwie reinschnuppern oder geht das nicht? Ja, also was wir nicht machen, sind unbezahlte Trainees irgendwo auf Events herumhupfen lassen, wie es die Sportwelt macht. Das ist immer das, was mich auch ärgert. Ja. Die das Geld haben, da hakelt man dann 3 Tage bei irgendeinem Turnier und kriegt danach ein Zeugnis, wo drauf steht, danke, dass du mitgearbeitet hast, weil das ist gesetzlich. Es gibt den Volontär gesetzlich nicht, in meinen Augen. Und ich finde, das ist fast eine echte Frechheit, wie das teilweise gemacht wird. Ich weiß schon, freiwillige Helfer sind wichtig, aber wenn das Event ein bezahltes, gesponsertes Event ist, dann sollte ich wenigstens den Anstand haben, die Leute auch ein bisschen zu bezahlen. Mhm. Und da geht es nicht um viel Geld. Wir haben auch, es gibt auch im Rahmen des E-Sport-Festivals, da wird jeder Schiedsrichter, jeder, der mithilft, wird bezahlt. Mhm. Man wird nicht reich im E-Sport als Helfer auf einem Event, aber man hat ganz tolle Eindrücke und man erlebt viel und man arbeitet mit jungen Leuten, man arbeitet an verschiedensten Fronten, ob das der Social-Media-Bereich ist, ob das, also wirklich, man nimmt sehr viel mit von so einem Event, wie immer. Ich meine, dir brauche ich das nicht erzählen, ja, oder deinen Zuhörern, das brauche ich nicht erzählen, wie viel man auf einem Event an schönen Momenten haben kann. Und das ist im E-Sport nicht anders. Ja. Aber es ist noch sehr jung, trotz alledem. Es gibt es zwar schon sehr lange, aber es ist ein junges Thema und ein sehr dynamisches. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches, herzliches Dankeschön, dass wir mit unseren Teilnehmern vom Diplom-Event-Management-Lehrgang auch bei euch Backstage sein durften und das Ganze auch wirklich auch hinter dem Vorhang auch sehen durften. Das ist natürlich ein wahnsinniger Einblick. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke auch für den Besuch, weil es ist ja auch schön, es ist ja eine Event-Location wie das ACV, in dem das diesmal war. Das ist eine riesige, das ist eigentlich eine der größten, also die größte Event-Kongress-Location in Österreich. Das ist natürlich auch da wichtig. Ich glaube, auch als Teilnehmer von dir kommt man mal hinter die Kulissen von so einer riesen Event-Location, schaut sich das an, sieht, wie das läuft. Also das. Und das interessanterweise, also wir fragen auch dann immer, wie war es so für unsere Teilnehmer, weil wir uns ja sehr viel auch Backstage anschauen. Wir waren beim Electric Love, im Nova Rock und beim Donesselfest und eben auch da bei euch. Und dann kam so, das war jetzt so spannend, auch in diese Welt Einblick zu bekommen, die ich so noch nie gekannt hat. Also viele kamen da so mit leuchtenden Augen so zurück und haben uns berichtet. Also ist schon was Cooles. Also nächstes Jahr wieder. Seid ihr wieder dabei mit dem. Das wäre super. Und wenn ihr mitarbeiten wollt, so eben Stefan Barlow sicher kontaktieren. Ihr findet die E-Mail-Adresse sicher auch. Du, und am Ende einer Episode gibt es auch immer sozusagen ein paar private Fragen an den Menschen Stefan Barlow dahinter sozusagen. Wir haben von deinen beruflichen Erfolgen auch über die letzten Jahre um den E-Sport natürlich auch gesprochen. Aber wie bist du privat? Was machst du gerne privat? Kannst du das trennen? Bist du auch ein Gamer, wenn du zu Hause bist? Also ich trenne es nicht gut, glaube ich. Also wenn ich heimkomme, zocke ich schon ganz gerne mal. Mein Sohn ist jetzt 11 Jahre alt. Spielt ihr gemeinsam? Bunt gemischt. Also er spielt natürlich ein Fortnite, wir spielen Survival Games kooperativ. Cool. Er spielt Roblox. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp, gerade ein cooles Kooperationsspiel irgendwie für unsere Hörer? Ja, das ist immer sehr schwierig, da muss man echt wirklich gut aufpassen, weil da lässt man dann irgendein Spiel außen vor. Also ich glaube, es gibt sehr viel. Also ich habe auf Steam habe ich um die 350 Spiele und das ist so ein breites Spektrum, dass, also wenn man da mal einfach Steam installiert oder auch Epic Store, aber Steam ist mein Favorite halt, vielleicht auch weil es der erste und der älteste ist, und dann filtert man sich ein bisschen raus und da findet man echt tolle, durch die Bewertungen, tolle Koop-Spiele, wo man zu zweit, zu viert spielen kann. Ich habe jetzt letztens ein tolles Spiel mit meinem Sohn gespielt, das heißt, hat No Way Out oder A Way Out geheißen. No Way Out, gemeinsam aus dem Gefängnis hinaus. Also, und das war für uns so spannend, dass, und wenn du aber vielleicht so Tipps für uns dann oder für mich persönlich. It Takes Two kann man mal anreißen. It Takes Two würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wirklich tolles kooperatives Spiel. Okay. Kann natürlich auch Beziehungen zerstören, die immer kooperative Spiele. muss man ehrlich sagen. Aber nein, es gibt so viel Tolles da draußen. Also mir macht es auch sehr viel Spaß. Und auch meine Frau spielt ab und zu ein Rundel mit. Früher eher Civilization und so, aber wir spielen auch mal ein Survival-Game, wo sie mit uns ein paar Zombies haut. Ist auch in Ordnung. Nein, ich glaube, da werden wir ein paar Spiele in den Shownotes unten auch verlinken. Tipps sehr von Stefan, da werden wir noch 3-4 raussuchen, glaube ich. und was würdest du so als die Grundpfeiler deines Erfolgs sehen? Also gar nicht jetzt nur beruflich, aber auch privat. Was ist für dich im Leben wichtig? Was macht dich aus als Mensch? Das bin ich, glaube ich, noch nie gefragt worden. Ja. Danke. Ich frage dich immer alle, weil es ist so gut. Spannend, was dann kommt. Ja, Beharrlichkeit, dranbleiben, also jetzt
wirtschaftlich, sage ich mal. Ja? Ich glaube, es gibt nicht den guten und den schlechten Geschäftsmann. Ich glaube, es gibt den, der dranbleibt und seine Ziele verfolgt und ein bisschen Glück. Also das ist ganz fix. Also Glück ist ganz wichtig. Und das, man erhöht seine Glückschance, indem man halt beharrlich bleibt. Ne? Mhm. Desto länger man was macht. Ich glaube, dass ich auch Glück gehabt habe, eben durch meine Kolleginnen und Kollegen, die wir gefunden haben. Und ich definiere mich sicher sehr stark über das Team, das bei uns in den zwei Firmen ist, aber auch über die Vereinskolleginnen. Das unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. Und ich muss mich manchmal auch entschuldigen, wenn die Zeit dann nicht reicht, um vielleicht bei einer Sitzung dabei zu sein. Aber es ist wirklich, die Menschen sind, die mich ausmachen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und das sind ganz tolle Menschen rundherum. Also bist du auch ein Teamplayer, der wirklich zu seinem Team auch steht und weiß, was der Wert ist, auch des Teams ist. Ja, also das Schrecklichste wäre für mich, glaube ich, eine Hire-and-Fire-Agentur oder eine, also das könnte ich gar nicht. Es ist schon wichtig, dass man da zusammenspielt. Und wir haben auch einen viel guten Manager in der Firma, der sich um die persönlichen Belange ein bisschen kümmert. Schön. Und der uns wirklich toll betreut und versorgt. Und ja, das sind Sachen. Ich möchte einfach ein schönes Firmenleben auch haben, wie ich es auch privat habe. Das heißt, macht ihr auch dann für eure Mitarbeiter oder mit euren Mitarbeitern auch Events, Incentives? Ja, wie schaut das dann aus? Ja, so ein Feel-Good-Manager gibt es den klassischen, ich sage jetzt den klassischen Obstteller, aber den jeder aber persönlich serviert kriegt auf seinem Platz. Jetzt nicht nur ein Korb, der in der Küche steht. Das ist ja toll. Sondern der sich um die Getränke und die Essen, um das Weggehen, der sich mal ein Paddle-Turnier am Abend, der mal in der Area 52 in dem Jugendlokal in Floridsdorf ein E-Sport-Turnier organisiert, auch für die Mitarbeiter, die vielleicht nicht so E-Sportler sind. Also es fällt ihm immer was Kreatives ein, den Domino, der hier wirklich toll uns versorgt. Ganz, ganz toll, super. Ja. Und stell dir vor, du hast alle Freiheiten der Welt, irgendwie finanziell, zeitlich. Gäbe es etwas, was du noch nicht gemacht hast, wo du denkst, das würde ich jetzt sofort umsetzen? Kurzes Schweigen. natürlich, ich glaube, in der Selbstständigkeit hat man immer 1000 Pläne, die einem noch unter den Fingern brennen. Was wäre es bei dir, das eine Ding? Das eine Ding suchst du, ja. Es ist schwer, deinen Hut zu bringen, weil ich möchte weiterhin die Firma vorantreiben, aber ich möchte genauso noch die Welt sehen. Mhm. Verträgt sich nicht beides. Ja, da muss man immer beim einen oder anderen Abstriche machen, aber das Reisen und so ist mir persönlich einfach wichtig, ein bisschen mehr noch von der Welt zu sehen. Es war früher sicher sogar mehr Reisen während des Studiums, als dann natürlich, wenn man selbstständig ist und halt 60 Stunden arbeitet, da geht sich das dann nicht aus. Aber das wird wieder kommen und das ist, glaube ich, etwas, wo ich dann wieder Zeit reinstecken möchte. Gibt es ein Land, das du noch nicht gesehen hast oder sagst, da möchte ich noch hin? Ja, ganz oben steht seit Kindheit, glaube ich, Vietnam. Ich habe rundherum alles besucht, aber in Vietnam war ich noch nicht. Okay. Würde ich sehr gerne mal besuchen. Vielleicht nächstes Jahr. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Wir werden berichten. und gab es bei dir auch irgendwie mal so einen Plan B? Also es war ja wahrscheinlich auch nicht jetzt, dass du den Karrierewunsch hattest, irgendwann einmal im E-Sport professionell tätig zu sein, weil es das damals schlichtweg einfach noch nicht gab, diese Job Description. Aber gab es als Kind so irgendwie einen Job oder einen Weg, den du gehen wolltest, wo du sagst, das wäre auch schön gewesen in die Richtung? Zwei Sachen, Hoteldirektor oder Diplomat. Also das waren die zwei Sachen, die als Kind so mein, weißt du, man hat schon den Hotelsimulator im PC gespielt. Ja, ich auch, ja. Und Diplomat auch, aber ich glaube, Hoteldirektor würde ich heute noch machen, Diplomat, glaube ich, würde ich nicht mehr durchbringen, sag vielleicht ich mal. In Vietnam Diplomat. Ja. Dann könntest du ein berufliches und privates verbinden. Du, und zum Abschluss, für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt 45 Minuten so dran geblieben sind, das spannend gefunden haben, hast du vielleicht so abschließend zwei, drei Tipps für den Einstieg, auch wenn du denkst, das, was Stefan macht, das finde ich auch spannend. Wie komme ich da so in diese Karriereweg rein? Gibt es da vielleicht zwei, drei Tipps von dir? Ja, also was ich ausschließen kann oder wo wir auch immer ein bisschen vorsichtig sind, ist, wenn Leute kommen und sagen, ich will E-Sport-Profi werden und damit Geld verdienen. Mhm. Das passiert halt sehr häufig. Da muss man einfach wirklich auch als Verband sagen, hey, Vorsicht, erwartet ihr dann nicht so viel. Mhm. Jeder soll seinen Traum leben, aber auch es rufen auch Eltern an, mein Sohn wird jetzt Fortnite-Profi, wie mache ich das? Ja, also das ist teilweise halt die Hockey-Mom, die halt die Fortnite-Mom ist. Ja. das muss schon mit einem gesunden Portion Vorsicht betrachtet werden. Mhm. Dieses wie im klassischen Sport. Wie gesagt, wir haben das Schwimmbeispiel gehabt, wie viele können vom Schwimmen leben. Ja? Nur weil ich gern schwimme, werde ich jetzt davon nicht leben können. Und nur weil ich gern spiele, werde ich davon nicht leben können. Mhm. So, das ist das eine, wo ich ein bisschen zu Vorsicht rate. Aber natürlich aus deinem Bereich, der Eventler, es gibt Unmengen an Potenzial im Gaming und E-Sport da draußen. Und ich habe es kurz angesprochen, Incentives, Fortbildungsmaßnahmen. Also da ist der österreichische Markt noch frei. Es
vielleicht trauen sich die Leute nicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, es ist natürlich wie jedes Event schwierig. Ja. Ich mache ja auch nicht ein Event und davon lebe ich jetzt. Ja. Natürlich. Auch das Frequency hat klein angefangen. Ja. Und das ist es. Aber klein anfangen, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also ich sage dir, es ist besser als je zuvor, weil die Technologie ist da, die Leute sind da, der Markt ist da und rein ins Vergnügen. Das heißt, einfach mal machen, vielleicht mal ein Gespräch mit dir suchen, was man rechtlich beachten muss, aber dann einfach gerne machen, oder? Aber da gibt es so viele Bundesländer und so viele Städte, ja, wo noch wenig im E-Sport passiert. Mhm. Vielleicht nicht gleich in Location mieten und ein Büro aufmachen, ja. Aber man kann als EPU oder als Zwei-Personen-Unternehmen sicher viel bewegen im E-Sport oder im Gaming allgemein in Österreich. Mhm. Stefan Baller, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören, dabei bleiben. Wir freuen uns natürlich immer sehr über eure 5 Sterne auf Spotify zum Beispiel und wenn ihr unseren Videocontent auch liked und vor allem anderen auch davon erzählt. Habt noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Willst du im Event-Business Karriere machen? Dann klick dich rein in die berufsbegleitenden Event-Management-Ausbildungsangebote der ESB Academy auf www.esb-academy.at.